Ja, noch einmal einen wunderschönen Freitagabend hier aus der Eishalle in Liebenau an all diejenigen, die sich erst jetzt zu diesem Livestream zugeschaltet haben. Es steht Eishockey in der dritthöchsten Spielklasse auf dem Programm, nämlich das Spiel zwischen dem ATSE Graz Sektion Eishockey und dem Wiener Eislaufverein, dem WEV. Man möge mir bitte nachsehen, dass ich im weiteren Verlauf der Übertragung, ich würde sagen, die Grazer und die Wiener. Ja, heute erstmals hier in Graz spielen nicht nur die Mannschaften auf höchstem Niveau, sondern auch die Schiedsrichter. Es wird bereits geprobt für das Playoff, da heißt es ja Vier-Mann-System, was die Schiedsrichter anbelangt. Also heute auch zum ersten Mal zwei Head- und zwei Linesmen hier auf dem Spielfeld. Geleitet wird die Partie von Michael Leitl und Gerhard Sporer, assistiert wird er von Tamas Kanio und Florian Rother. Das einmal zu den Spieloffiziellen hier. Kommen wir aber ganz kurz, schauen wir den Blick auf die Aufstellungen. Der Wiener hat ein paar Veränderungen gegeben, wie mir Klaus Turin verraten hat, weil er mit dem Obmann der Wiener schon gesprochen hat. Nummer 18 Hof Alexander, Nummer 67 Kafka Maximilian, Nummer 62 Rotter Patrick, Nummer 14 Mersch Christoph, Nummer 54 Dieber Dominik, Nummer 4 Stempfle Patrick, dann mit der Nummer 10 Burzin Lukas, mit der Nummer 16 Brozowski Stefan, mit der Nummer 17 und zugleich auch Goalkeeper Albrecht Günther, übrigens der andere Goalkeeper Dieber Dominik. Dann mit der Nummer 19 Biron Michael, mit der Nummer 20 Zandonella Felix, 26 Machert Oskar, 52 Nador Stefan, Nummer 71 Cepian Julian, 86 Schönau Tobias, 87 Paul Weber Philipp und Nummer 88 Ilic Marko. Schauen wir uns auch ganz kurz die Aufstellung der Grazer an, die wieder hier aufgestellt wurden vom Playing Coach mit der Nummer 5 Robert Strohmeier, Nummer 7 Sanin Michael, Nummer 10 Hatzenbichler Georg, Nummer 11 Dreimann Simon, mit der Nummer 15 Niki Zierer, 16 Mörtel Nikola, Nummer 24 Wikstrom Cody, Nummer 29 Meier Jonas, dann Kastner Alexander, dann mit der Nummer 32 heute wieder der 1er Goalie bei den Grazern mit von der Partie Florian Zeugswetter. Dann, und da sehen wir, damit beantwortet sich die Frage aus dem Eröffnungsinterview von selbst, mit der Nummer 66 heute wieder mit von der Partie Alban Schuller, der Heimkehrer. Dann mit der Nummer 72 Jus Nino, seines Zeichens Kapitän des ATSE. Dann mit der Nummer 79 Marco Scheriau, mit der Nummer 87 Maixen Andreas und last but not least mit der Nummer 91 Cory Krenz. Ja, was erwarten wir uns heute von diesem Spiel? Sicherlich die Devise für den ATSE muss heute lauten: Verlieren verboten mit allen Mitteln. Will man den zweiten Platz hier in dieser dritthöchsten Spielklasse in der österreichischen Eishockeyliga nicht verlieren und an die Gmunden Sharks einbüßen. Die liegen ja Punkte gleich auf mit den Grazern an der zweiten Stelle. So, es gibt mittlerweile übrigens den ersten Ausschluss auf Seiten der Grazer. Mit der Nummer 91 trifft es Cory Krenz. Das heißt natürlich ein denkbar ungünstiger Start hier für die Grazer, die das Spiel nach bereits 1,5 Minuten mit einem Powerplay hier beginnen müssen. Die Grazer ja eigentlich bekannt gut im Powerplay, im Penalty Killing, Entschuldigung. Das hat allerdings beim letzten Spiel gegen die Gmundner nicht funktioniert, wie so einige Sachen nicht funktioniert haben. Wir haben schon angesprochen, die Chancenauswertung auf Seiten der Grazer war nicht dementsprechend. Die Gmundner haben aus wenigen Chancen relativ viel Tore gemacht, zwischenzeitlich sogar 4 Tore binnen 3 Minuten im zweiten Drittel, was sicherlich der große Knackpunkt in der Partie war. So, schauen wir jetzt drauf, was machen die Grazer im Unterzahl. Verteidigen gut, bringen die Scheibe wieder hinaus. Noch 1 Minute und 8 Sekunden auf der Uhr.
Was die Strafe betrifft, die Wiener probieren hier kontrolliert aufzubauen, werden früh von den Grazern gestört. Wieder der Befreiungsschlag durch Nicola Mörtl. Ja, die Grazer schaffen es hier, schafft es sehr gut hier, die Wiener einst einmal hier von der Defense-Zone wegzuhalten. Auch da wieder hier relativ einfach der Puck hinaus befördert. So, können sich die Wiener hier festsetzen im Angriffsdrittel. Grazer probieren früh zu stören, früh zu attackieren. Jetzt vielleicht die Chance sogar auf einen Breakaway. Niki Zierer zieht wieder zurück. Oh, gefährlich abgefangen vom Wiener Spieler. Der kann hier ins Angriffsdrittel hineinfahren. Schuss aufs Tor, knapp am Tor vorbei. 5 Sekunden noch, dann ist diese Strafe vorbei. Und da hat es beginnt das Spiel bereits mit einem überstandenen Powerplay. Wieder zu 5. Cory Grenz auch gleich hier an der Scheibe. Pass auf die linke Seite. Das war Glück. Hätte fast 6 Mann auf dem Eis gegeben. So, schaffen es die Grazer heute wieder zu ihrer Torgefährlichkeit zurückzukehren. Wir werden es sehen. So, jetzt hier. Aber auch der WV probiert früh dagegen zu halten, attackiert, steht mit den eigenen Spielern eigentlich schon an der roten Linie. So, unerlaubter Weitschuss. Ja, da hier entwickelt sich im Moment ein erstes vorsichtiges Abtasten von beiden Mannschaften. Noch keine zwingenden Chancen. Und das, obwohl bereits 4 Minuten und 3 Sekunden gespielt wurden. Jetzt vielleicht Schuss gut geblockt. Viel Verkehr vor dem Tor. Aber der WV nach wie vor in Scheibenbesitz. So, wenn es schnell geht. Oh. Cory Grenz kann die Scheibe nicht unter Kontrolle bringen. Deckt die Scheibe gut ab, findet aber keine Anspielstation. Sollte doch, ja, jetzt Pass. Mit dem Schuss vors Tor, aber die Wiener bereits mit dem Vorwärtsgang. Gute Chance durch die Wiener und das 1:0. Wir notieren die 5. Spielminute im Anfangsdrittel. Eigentlich ein sehr schnörkellos vorgetragener Gegenstoß mit einem Pass auf die linke Seite, Querpass vor das Tor. Florian Zeugswetter bekommt die Schoner nicht rechtzeitig auf das Eis und bekommt ihn Five-Hole durch die Beine. Somit neuer Spielstand 1:0 aus Sicht des WEV. So, jetzt bekomme ich es auch nachgeliefert. Der Pass kam durch die Nummer 52, Nader Stefan. Der hat dann gepasst auf die Nummer 19, Piron Michael. Und schlussendlich vollendet hier von der Nummer 88, Ilich Marko. Also die ersten Scorerpunkte auf Seiten der Wiener. Jetzt schauen wir, was haben die Grazer für eine Antwort. Da wieder die Wiener haben früh gestört. Wieder gefährlich vor das Tor. Aber diesen Abpraller bringt er nicht im Tor unter. So, was machen die Grazer? Spielen über die Mitte.
Guter Pass auf Rupert Strohmeier, verzieht knapp am Tor und jetzt wieder der möglicherweise schnelle Gegenstoß der Wiener, gut abgefangen von Cody Wikström. Und hier kann der Tormann der Wiener den Puck fixieren. Ja, wir notieren den ersten einigermaßen gefährlichen Vorstoß der Grazer mit einem Schuss über das rechte Kreuzeck. Grazer gewinnen hier das Bulli. So, wieder die Wiener in der Vorwärtsbewegung. Wieder gefährlich fürs Tor gespielt. Wiener machen das ganz geschickt, spielen die Scheibe tief. Oh, gefährlicher Pass von Andi Meixner. Nummer 15, Niki Zierer mit dem Aufbau auf Cody Wikström. Schuss aufs Tor, kein Problem für den Tormann der Wiener. Torschuss Nummer 1 für die Grazer. Nenejus probiert es mit einem Schuss, wird geblockt, wieder ein Vorstoß der Wiener, gut gestört von Nenejus. Aber die Wiener können die Scheibe behaupten. Gefährlicher Pass vor das Tor, Schuss geblockt, guter Block der Grazer. Die ersten 8 Minuten sind gespielt. Der WV mit 1:0 in Führung. Nächster gefährlicher Schuss durch die Nummer 10, Bursin Lukas. Aber die Grazer wieder in Scheibenbesitz, probieren wie gewohnt von hinten kontrolliert rauszuspielen. Negizierer kann die Scheibe nicht behaupten. Die Scheibe wird hinaus transportiert von den Wienern. Das war abseits. Da war Hofer Alexander mit einem Fuß über der Linie, beziehungsweise mit beiden Füßen bereits im Angriffsdrittel. Somit abseits. Die Grazer können das Bulli gewinnen. Robert Strohmeier probiert schnell nach vorne zu spielen, gibt aber Icing. Ja, etwas unverständlich, dass hier nicht das Hybrid-Icing angewendet wurde. Hätte meiner Meinung nach ruhig auch auf Weiterspielen entschieden werden können. Aber wir wissen, Schiedsrichter haben immer recht, deswegen hier Bulli in der Defense-Zone der Grazer. Auch wieder Simon Dreimann, der Mann für die Bullis bei den Grazer, kann auch dieses gewinnen. So, jetzt, wenn es schnell geht, ungenauer Pass auf die Beine von Jonas Meyer. Schussversuch. Oh, ja. Die Wiener probieren immer wieder die Grazer hier sehr früh zu attackieren, sehr früh zu stören. Da hat man in letzter Zeit gesehen, dass die Grazer Probleme beim Aufbau haben und hatten, wenn man sie früh unter Druck setzt. Die Grazer ihrerseits probieren hier immer wieder den hohen Mann schnell in Szene zu setzen. Jetzt aber allerdings bereits das zweite Mal das Icing daraus, das Resultat. Diesmal Bulli verloren, aber die Grazer mit einem guten Block.
Jonas Meyer lässt sich da allzu leicht die Scheibe abnehmen. Die Wiener mit ihrerseits Scheibenglück, aber auch da wieder klares Abseits. Im Moment das Spiel sehr zerfahren von beiden Seiten. Keine wirklich guten zusammenhängenden Spielsituationen. Können das Bulli wieder gewinnen. Nino Jus erkämpft sich hier die Scheibe. Pass auf die Seite, in die Ecke. Auf Simon Dreimann mit dem Versuch, die Scheibe irgendwie backhand vor das Tor zu bekommen. So, da gibt es jetzt wieder eine Strafe auf Seiten der Grazer wegen Behinderung. Es trifft die Nummer 11, Simon Dreimann. Und es ist zum zweiten Mal hier Powerplay für die Wiener. Pull, die Gewinner Grazer. Schauen wir mal, bringen sie die Scheibe hinaus? Nein, die Wiener. Naja, schlechter Pass jetzt. Allzu leicht verspielt hier die Scheibe von Nicola Mörtel. Da hätte man vielleicht ein bisschen mehr Zeit von unten nehmen können. Corey Grenz jetzt nach, spielt zurück auf Georg Arzenbichler, hinüber auf Robert Strohmeier. Der bringt die Scheibe aber nicht bei Corey Grenz an. Leichter Haken durch Wiener und der kann nur durch ein Foul gestoppt werden. Ja, das ist bitter. Jetzt trifft die Nummer 10, Georg Hatzenbichler. Der bekommt 2 Minuten wegen Beinstellen und jetzt heißt es aufpassen, ATSE, 1 Minute 25 muss man hier eine 3 gegen 5 Unterzahl möglichst schadlos überstehen. Und das Ganze 10 Minuten 16 Sekunden im ersten Drittel. So, schlecht gelöst hier von den Grazern. Die scheinen mir im Moment ein bisschen verunsichert zu sein. Vielleicht auch wissentlich hier unbedingt gegen den WV punkten zu müssen. So, wie spielen es die Wiener? Die haben noch etwas weniger als 1 Minute Zeit, hier das Powerplay aufzuziehen, spielen weit herum. Schuss aufs Tor, aber Florian Zeugswetter mit der Prüfung, die er bravourös besteht, kann schlussendlich die Scheibe fixieren. Ja, es bleibt noch 46 Sekunden in doppelter Unterzahl für den ATSE. Beinahe 11 Minuten gespielt im ersten Drittel. So, die Wiener haben natürlich noch keine Eile, noch immer 40 Sekunden Zeit. Probiert sie aus, Spitzenwinkel. Der Wiener schießt aber nur den Torwart an. Ja, die Mitspieler auf der Bank skandieren ruhig, ruhig, ruhig. Die Wiener haben hier noch Zeit. Probieren hier natürlich dieses Netz, um die Grazer immer enger zu ziehen. 20 Sekunden haben sie noch in doppelter Unterzahl. Aber das war jetzt grandios gelöst. Ja, zumindest jetzt in 5 Sekunden kommt zumindest einmal Simon Dreimann aufs Eis. Dann heißt es hier noch immer 35 Sekunden Unterzahlspiel für die Grazer. Schussversuch, guter Block, aber die Wiener können die Scheibe nach wie vor behaupten. Die Grazer bekommen die Scheibe nicht hinaus. Das zehrt natürlich an den Kräften, wenn man so lange Zeit nicht wechseln kann und das teilweise noch bei doppelter Unterzahl. Jetzt aber noch 15 Sekunden auf der Powerplay-Uhr für die Wiener. Guter Block.
von Simon Dreimann. So, die Grazer überstehen diese brenzlige Situation. Ohne gröberen Schaden. Nach wie vor 1:0 aus Sicht der Wiener. So, die Grazer mit dem Versuch des Aufbaus weit hinter dem Tor. Auch da wieder leichtfertig von Robert Strohmeier die Scheibe verspielt. Ja, da gibt es im Moment ein paar Abstimmungsprobleme bei den Grazern. So, schauen wir. Andi Meixner, Pass in die Mitte. Wunderschön hineingespielt und das ist der Ausgleich. Das ist der Ausgleich und das Ganze 6 Minuten 57 vor dem Ende des ersten Drittels. Ja, wir notieren einen ersten Scorerpunkt für Simon Dreimann für sein Tor. Assist kam durch die Nummer 87 durch Meixner Andi und schlussendlich der Second Assist kam von Sanin Michael. So, also die Grazer haben wir mal nicht nur eine 3 gegen 5 Unterzahl gut überstanden, sondern zurückgeschlagen und zum 1:1 ausgeglichen. Ja, das kann dem Spiel der Grazer nur gut tun. Zuletzt war man ja bei den Heimspielen immer bereits relativ früh. Beim letzten Spiel zwar gegen Munden 1:0 vorne, aber dann immer mit mindestens 2 bis 3 Toren im Rückstand. Jetzt einmal gleich der Ausgleich. Wir werden sehen, wie das die Grazer aufnehmen. Gibt ihnen das jetzt Motivation für den weiteren Verlauf des Spiels? Wie werden die Wiener darauf reagieren? Das ist natürlich auch, wird auch interessant sein, das zu sehen. Wien auch da wieder probieren, früh zu stören, den Aufbau der Grazer. Das gelingt ihnen wieder ausgezeichnet. Abgefangen hier der Puck an der blauen Linie, können den behaupten, halten ihn. So, jetzt aber wieder Gegenstoß der Grazer. Simon Dreimann. Schussversuch, guter Block durch die Nummer 52 bei den Wienern durch Stefan Nador. Die Grazer weiterhin im Puckbesitz, der Schuss leider Gottes nicht, den hat er nicht gut getroffen. Und wieder Innenhohnslot, guter Schuss, fast ein Rebound hier für Nummer 29 Jonas Meyer. So, Nino Jus mit all seiner Routine spielt ihn aus, die Grazer probieren das Spiel schnell zu machen, ungenauer Pass. So, die Grazer wieder mit dem Aufbau, Rupert Strohmeier in gewohnter Manier hinter dem Tor, legt die Scheibe ab auf Niki Zierer. So, Andi Meixner war da mit den Gedanken zu früh, nicht nur mit den Gedanken, sondern mit den Schlittschuhen zu früh im Angriffsdrittel. Schussversuch der Wiener. Marco Scheria an der Scheibe, Niki Zierer auf Marco Scheria, der mit dem Schuss, aber kein Problem für den Tormann der Wiener. Heute im Tor mit der Nummer 54, lieber Dominik. Ja, es sind noch 4 Minuten 26 auf der Uhr im ersten Drittel. Die Grazer immer wieder mit ungenauen Spielzügen, auch da wieder von Nino Jus auf die Schlittschuhe des Gegners. Ja, man muss es sagen, bis jetzt leider Gottes noch ein bisschen Eishockey, schon kostet noch kein Eishockey-Leckerbissen, nicht so hochklassig, vielleicht ein bisschen mit Krampf
auf Seiten der Grazer und die Wiener über den Kampf halten sie dagegen. Torchancen noch Mangelware, aber gut, es ist der Anfang des Spiels. Wir befinden uns zwar am Ende des ersten Drittels, aber gut, wir haben noch Drittel Nummer 2 und Nummer 3 vor uns. So, jetzt eine 1-1 Situation, gut gelöst hier von Cody Wikström, die Grazer wieder im Vorwärtsgang, aber auch da ein Missverständnis. Da beschwert sich Corey Grenz zu Recht bei seinem Mitspieler, bei Simon Dreimann, der kurz vor der blauen Linie noch ein wenig verzögert hat und damit seine Mitspieler ins Abseits geschickt hat. Guter Bulli-Gewinn, Cody Wikström spielt die Scheibe tief hinein in die Ecke. Zum ersten Mal hier Alban Schuller an der Scheibe. Guter Pass auf die Seite, auf Niki Zierer, der sucht seinen Spieler in der Mitte. So, auch da wieder, die Wiener legen sich immer wieder an auf einen schnellen Konter. Aber auch bei den Wienern fehlt es im Moment noch ein bisschen an Passgenauigkeit. Viele Pässe gehen auf den Schlittschuh oder in den Rücken des Spielers. So, jetzt probiert hier Niki Zierer den Tormann mit einem Überraschungsschuss auf das kurze Eck zu überraschen. So, Niki Zierer hinter dem Tor. Aber gut gelöst von den Wienern, die ihrerseits sich hier befreien können. Noch 1 Minute 50 auf der Spieluhr im ersten Drittel. So, auch da wieder muss Jonas Meyer auf der blauen Linie abbremsen. Grazer kommen nicht mit genug Schwung in das Angriffsdrittel hinein. So, jetzt vielleicht Jonas Meyer auch wieder vom Puck getrennt. Die Wiener befreien sich. Gefährlicher Pass. Und das rächt sich erneut, der Führungstreffer für die Wiener. Das Ganze 1 Minute und 10 Sekunden vor dem Ende des ersten Drittels. Ja, eine Spielerei hinten in der Verteidigung, leichtfertig die Scheibe verloren. Und das resultiert zum Abermals, ich möchte auch sagen, hier etwas glücklichen Führungstreffer für die Wiener, aber wie soll man sagen, das Glück des Tüchtigen. Torschütze mit der Nummer 86, Tobias Schönauer. Ja, die Dates E macht sich auch schon wie im letzten Spiel immer wieder intensive Arbeit selber durch unkonzentriertes Spielen kaputt. Auch da wieder, Wiener kommen relativ leicht vor das Tor. Gute Abwehr hier, gute Reaktion von Florian Zeugswetter. Die Wiener bleiben im Angriffsdrittel drinnen. Auch da wieder gute Parade vom Florian Zeugswetter. So, jetzt kann es vielleicht schnell gehen. Cody Wikström auf Corey Grenz. Aber nicht optimal gelöst vom ATSE. So, jetzt Corey Grenz vielleicht noch. Der hat hier noch 12 Sekunden. Vielleicht gibt es noch einen Lucky Punch. Nicht gut geschossen von Corey Grenz. Die Wiener wahrscheinlich jetzt bedacht, hier die Scheibe rauszuchippen. So ist es. 3 Sekunden 2. So, das war die erste Spielperiode. Ja, ich kann mich nicht wiederholen. Es war noch kein Eishockey-Leckerbissen. Die Partie auf beiden Seiten eher unkonzentriert geführt. Die Wiener mit 2 Toren.
resultierend aus individuellen Fehlern der Grazer, die Grazer mit dem Ausgleich. Ja, wir machen eine kurze Pause von ca. 15 Minuten und dann geht es hier weiter mit dem Drittel Nummer 2 hier aus Graz, aus der Halle B, der neuen Heimstätte des ATSE. Ja, 15 Minuten Drittelpause sind hier vorbei. Der aus Sicht der Wiener erfreuliche Zwischenstand im Auswärtsspiel hier in Graz in der Eishalle Niedenau 2:1. Der weniger erfreuliche Zwischenstand aus der Sicht der Grazer 1:2. Ändert nichts an der Tatsache, der erste Spielabschnitt wahrlich noch kein Feuerwerk auf beiden Seiten. Schauen wir kurz auf die Torschüsse. 7 Torschüsse haben die Grazer auf das Gehäuse der Wiener abgegeben. 8 Torschüsse die Wiener auf das Gehäuse von Florian Zeugswetter. Auch das unterstreicht ein bisschen, das im ersten Abschnitt noch etwas farblos gestaltete Spiel. Das war geprägt von vielen individuellen Fehlern, sowohl auf Seiten der Grazer als auch auf Seiten der Wiener. Die Grazer nie in den Rhythmus gekommen, wohl auch dem geschuldet, dass die Wiener alles getan haben, dass die Grazer eben diesen nicht finden können. Sei es drum, in der Pause haben die Trainer hoffentlich oder sicherlich die richtigen Worte gefunden für den zweiten Spielabschnitt. Und wie schon am Anfang vor dem Spiel Klaus Turin gemeint hat, der Leiter der Sektion Eissport hier beim ATSE. Die Wiener sind natürlich nicht zu unterschätzen. Die haben ein paar Änderungen im Line-Up vorgenommen und die Wiener konnten auch den Grazern heuer schon eine Niederlage in Overtime zufügen. Warum also nicht auch auswärts hier in Graz? Marco Scheriau mit ein bisschen Scheibenglück. Pass auf Sanin. Versuch von Dreimann, die Scheibe nach vorne zu bringen. So, die Grazer wieder mit der Scheiben, mit dem Scheibenbesitz. So, jetzt probieren die Grazer schneller zu spielen. Andi Meixner in die Rundung hinein. Wird hier gut geblockt durch die Nummer 26, durch Machert. Und Schönauer probiert die Scheibe kontrolliert rauszuspielen. Wieder Pass auf 67. Auf Kafka. So, die Grazer ja, auffallend ist, die Wiener probieren das Spiel relativ einfach zu halten, stören früh, verteidigen gut gegen die Scheibe, bereiten den Grazern immer wieder Schwierigkeiten. Auch da wieder schlechter Pass von Rupert Strohmeier, oder anders ausgedrückt, gut dazwischen gegangen von den Wienern. Und da wieder Robert Strohmeier findet keinen Anspielpartner, muss die Scheibe wieder tief spielen. Cory Grenz an der Scheibe, spielt die Scheibe zu knapp auf Zierer. So, und die Gizera hier ohne Stock. So, jetzt wieder Schuss auf das Tor der Grazer, Florian Zeugswetter. Ja, Klaus Turin
im Moment hier neben mir sieht das ganze Spiel auch mit ein bisschen Kopfschütteln. Die Grazer kommen nicht wirklich ins Spiel, werden früh durch die Wiener gestört. Die Passes zu ungenau, die Passqualität, eigentlich das, was die Grazer bis jetzt auch immer ausgezeichnet hat, der konsequente Spielaufbau heute bisweilen nicht vorhanden bei den Grazern. Und die Wiener wieder mit der Chance. So, was gibt's hier? Eine Strafe. So, da gibt es 2 Minuten wegen Behinderung. Somit das erste Powerplay für die Grazer. Und das Ganze nach 3 Minuten im zweiten Spielabschnitt. So, vielleicht jetzt wieder die Chance für die Grazer. Hier die Sprache ausgesprochen gegen Michael Piron. Aber die Wiener bringen die Scheibe weg, stören auch da hier sehr früh den Aufbau der Grazer. Jetzt vielleicht, wenn es schnell geht, die Wiener zwar nur mit 3 Mann in der Verteidigung, aber die Grazer zu schnell, wieder schlecht gespielt hier von 3 Mann. Ninojus muss sich mit viel Mühe den Puck angeln, ungenau gespielt. Und das gibt ein 1 auf 0. Und wie schaut es aus? Wunderbar. Woltigerzahn gehalten von Zeugswetter, der hat aber die Scheibe nicht zu 100% unter Kontrolle und so heißt es hier nach 43 Sekunden in Unterzahl 1 zu 3 für die Wiener. Wir notieren einen Shorthander. Ganz bittere Situation, den Mann hier im hohen Raum hat man ganz übersehen beim Wechseln. Somit eine 1 auf 0 Situation zunächst noch geklärt von Zeugswetter, der aber die Scheibe nicht ausreichend fixieren konnte und somit noch der Tip-In für die Wiener. Nachzureichen wäre noch, der Pass kam durch die Nummer 24. Auf Seiten der Wiener. So, wenn ich die Nummer auch noch finden würde, wäre es schön. Sehe ich da leider nicht jetzt am Spielbericht auf die Schnelle, aber die Nummer 52, den Torschützen, den sehe ich. Und das ist kein Unbekannter, der hat heute schon einen Assist zu Buche stehen und jetzt auch einen zweiten Scorerpunkt für das Tor. Stefan Nador mit dem 3:1 Shorthanded. 35 Sekunden sind hier noch auf der Strafuhr für die Wiener, die sich aber hier mit relativ einfachen Mitteln immer wieder befreien können, ohne dass die Grazer wirklich gefährlich vor das Tor der Wiener kommen können. Jetzt vielleicht Bullig gewinnen, Robert Strohmeier mit dem Pass auf die Seite. Sie probieren hier aufzubauen, aber wieder ungenauer Pass durch Niki Zierer, eigentlich ungewohnt, dass Niki Zierer diesen Pass dermaßen leichtfertig schlecht spielt. Auch hier Florian Zeugswetter wirkt ein wenig verunsichert, angesteckt durch die Leistung seiner Vorderleute. Die Wiener können die Scheibe behaupten, nehmen hier Zeit von der Uhr und in 5 Sekunden werden die Wiener auch schon wieder vollzählig sein. Das ist genau jetzt der Fall. Also die Grazer hier mit einer mehr als schlechten Ausbeute bei diesem Powerplay, nämlich kein Schuss oder kein zählenswerter und nennenswerter Schuss aufs Tor, aber dafür ein Tor in Unterzahl, ein Shorthand. So, Jonas wieder mit einem Fehlpass direkt in die Mitte. Freier Schuss für den Wiener Florian Zeugswetter, allerdings mit der Parade und mit einem guten Auge. Ja, die Frage: Was sollten die Grazer anders machen, um hier dieses Spiel zu drehen? Sie wirken heute wirklich verunsichert, finden kein Mittel gegen das zeitweise sehr einfach gehaltene Spiel der Wiener. So, da gibt es
abermals eine Strafe auf Seiten der Wiener. Es trifft so, der Wiener auf der Strafbank sagt selber auf die Frage, was war das für eine Strafe? Keine Ahnung, wir sind auch ein bisschen ratlos. So, auf alle Fälle gibt es hier gleich das nächste Powerplay für die Grazer. So, Ninajus auf Scheriau. Scheriau probiert eine Anspielstation zu finden. Die Wiener stehen in einer weiten Box. Auch da wieder schlecht gemacht. Ninajus unsicher an der Scheibe. Ja, wollen die Grazer hier noch dieses Spiel drehen, müssen sie anfangen, konzentrierter zu spielen. Auch da, Andi Meixner findet keine Anspielstation. So, jetzt vielleicht ja, aus dieser Situation hat Andi Meixner ja schon ein Zaubertor geschossen, diesmal nicht so. Ninajus mit dem Schuss auf das Tor, der Weitschuss, und der sitzt ganz genau. Anschlusstreffer für die Grazer zum 2:3. Und das Ganze 13 Minuten 49 vor Ende des zweiten Drittels. Durchschnitt also mit der Nummer 72 notieren wir Ninajus mit einem Schuss direkt unter die Latte. So, man könnte auch sagen, endlich einmal auch das Glück auf Seiten der Grazer. Dem Tormann kann man keine Schuld geben, dem war die Sicht verstellt und der Schuss hat auch ganz genau gepasst. So, wie schaut jetzt die weitere Antwort der Grazer aus? Ja, es kann natürlich nur heißen, hier weiter Druck machen, probieren, irgendwie das geradlinige Spiel. Also, wie gesagt, die Grazer müssen weiterhin versuchen, das frühe Stören der Wiener in den Griff zu bekommen, möglicherweise auch schneller zu spielen, die Scheibe gefährlicher vor das Tor zu bringen. Jetzt probieren sie es mit Weitschüssen zunehmend. So, natürlich wollen wir auch noch nachliefern. Second Assist. Mörtel mit der Nummer 16, First Assist Nummer 87, Andi Meixner, und dann, wie gesagt, der Torschütze zum 2:3 in Überzahl. Wohlgemerkt durch Ninajus, den Kapitän. So, jetzt Strafe angezeigt. Da gab es wohl einen Stockschlag der Wiener. Aber auch da wieder ungenau gespielt. Niki Zierer mitbringt die Scheibe vor das Tor. Guter Schussversuch durch Cody Wikström. Die Grazer weiterhin hier mit dem sechsten Mann an der Scheibe. Die Wiener bringen die Scheibe weg. Können sie aber nicht kontrollieren, dadurch auch noch nicht abgepfiffen. Aufbau, Niki Zierer probiert durch die Mitte, Pass auf die Seite. So, jetzt schlussendlich abgepfiffen. Wir notieren 12:21 vor Ende des zweiten Drittels. Strafe für die Nummer 16 bei den Wienern. 2 Minuten wegen Haken wird hier angezeigt von Michi Leitl. Also die Nummer 16, Stefan Prosowski mit der Strafe und abermals Überzahl für die Grazer. Erinnern wir zurück, das letzte Überzahlspiel brachte ein Tor für die Grazer. Also die letzten zwei Powerplays hatten sie in sich, einmal einen Shorthander auf Seiten der Wiener und ein Powerplay-Tor der Grazer. So, Marco Scheriau wird hier ein bisschen im Stich gelassen, muss alleine auf das Tor fahren, seine Mitspieler nicht früh genug für den Tor. Auch da wieder eigentlich Tumult vor dem Tor, relativ später Pass, ungenau gespielt, auch da wieder vergessen sie auf den hohen Spieler und
Der zweite Shorthander am heutigen Abend. Abermals wird der hohe Mann komplett im Stich gelassen. Die Wiener mit dem öffnenden Pass durch die Mitte. Und es steht 2-4. Und das sehr ähnlich wie bei dem vorletzten Powerplay. Auch wieder 35 Sekunden nach Beginn der Strafe. Also neuer Zwischenstand 4-2. Ja, notieren wir auch da wieder die Assistgeber. Assist durch Zandon Nella mit der Nummer 20 und Michael Piron vollendet zum 4-2. Zwei Shorthänder, ja, das ist bitter. Der Schuss von Cody Wikström mit einer Portion Ärger und Frustration. Weit über das Tor. Pass wieder ungenau gespielt. Rupert Stromer kann die Scheibe nicht behaupten. Die Grazer müssen wieder aus dem eigenen Drittel aufbauen. Die Wiener schon wieder bereits in Formation, stehen hier im Viereck. Auch da wieder der Pass nicht optimal auf Cody Wikström. Pass hinüber. Ungenau gespielt. Schlecht gemacht. Und wieder der Gegenstoß. Der Wiener, die nehmen natürlich hier ein bisschen Zeit von der Uhr. 10 Sekunden bleiben hier noch in Überzahl für die Grazer. Jetzt aber gefährlich vom Turm rausgekommen. Die Grazer können noch keinen Profit schlagen. Schuss auf der Hand. Ein verdeckter Schuss. Bringt das 3-4. Nicola Mörtl mit seinem Treffer, der hier zum 3-4 bringt die Grazer abermals heran. Also, auch wenn das Spiel etwas zerfahren wirkt, eines haben wir auf alle Fälle, nämlich viele Tore, und das allein in den letzten drei Powerplays gab es 4 Tore. Korrigiere, in den letzten drei Powerplays gab es 4 Tore. Also, wie gesagt, muss mich korrigieren, in den letzten drei Powerplays gab es 4 Tore, nämlich zweimal den Shorthander und zweimal das Powerplay-Tor durch die Grazer. Neuer Spielstand 3-4 und wie gesagt, ja, das zeigt auch, dass beide Mannschaften nicht, möglicherweise nicht voll konzentriert spielen. Viele Fehler, auch da wieder ungenaues Zuspiel durch die Grazer, die können die Scheibe nur tief spielen hier hinein. So, unerlaubter Weitschuss gibt ein wenig Möglichkeit für die Grazer zum Durchschnaufen. Die Wiener dürfen ja nicht wechseln. Für alle nicht so fachkundigen Zuschauerinnen und Zuschauer hier beim GPH Media Livestream. Unerlaubter Weitschuss heißt, die Mannschaft, die den verursacht, darf quasi als Strafe keine frischen Kräfte aufs Eis bringen. Die Grazer hingegen wieder mit Simon Dreimann am Pulli auf Sanin. Sanin sucht den Mann in der Mitte. So, da hätte Andi Meixner gern ein Foul gesehen, hat auch von meiner Position möglicherweise nach einem Beinstein ausgesehen. Geschieht sich ganz anders gesehen, somit die Wiener in der Vorwärtsbewegung tun sich sehr schwer hier aus dem Drittel rauszukommen. Auch da wieder unkontrollierter Puck der Wiener auf die Seite gespielt. Meixner mit dem Pass, auch da wieder sehr ungenau auf das Bein von Meixner. So, jetzt gibt es Strafe für Andi Meixner, Nummer 87. 2 Minuten wegen Behinderung gegen den Tormann. Ja, 11 Minuten 18 gespielt im zweiten Drittel.
und es heißt Powerplay für die Wiener. Unsicher Bezirkswetter, aber gut gelöst von den Hinterleuten. Aber auch guter Einsatz bei den Wienern. Die suchen hier ihre Möglichkeit im schnellen Spiel nach vorne. Nummer 26, Pass hinüber. Auch da wieder verdeckt. Verdeckter Schuss auf Zeugswetter. Die Grazer bekommen die Scheibe hinaus. Cory Grenz setzt nach. Probiert natürlich auch hier mit körperbetontem Spiel Zeit von der Uhr runterzunehmen. Wieder mit dem Aufbau über die rechte Seite in die Mitte hinein. Ja, eine Minute bereits vergangen vom Powerplay. Wieder über die rechte Seite. Grazer können sich wieder befreien. Endstation bei Prozowski Stefan in der Abwehr der Wiener. Der chippt den Puck nach vorne. Die Grazer noch mit 7 Sekunden in Unterzahl. Wischt über die Scheibe drüber. So, jetzt hat auch der ATSE diese Unterzahlsituation gut überstanden. Rudi Strohmeier mit dem Aufbau. Schlecht gelöst von Nikizira, blind nach hinten abgelegt, da war kein Mitspieler. Die Wiener lösen diese gefährliche Situation ihrerseits selber mit einer Fahrt ins Abseits auf. Ja, was ist zum bisherigen Spielverlauf des zweiten Drittels zu sagen? Das Spiel sehr unkonzentriert auf beiden Seiten. Die Passes oft ungenau gespielt, die Passes nicht immer auf das Blatt des eigenen Spielers. Die Passes landen sehr oft beim Gegner. So, jetzt vielleicht Angriff über die linke Seite, Sanin. Ja, da liegen gleich drei Spieler der Wiener auf dem Eis, der Goalie mit eingeschlossen, der sogar ohne Helm, schaut aber alles glimpflich ausgegangen zu sein. Das ist eine unglückliche Situation. Ja, wer sich wundert, dass auch der Gregor Adamecker Mikrofon länger als eine Minute ruhig sein kann, dann liegt es nur daran, dass es eigentlich keine nennenswerten Szenen hier bis jetzt in den letzten 1,5 Minuten gegeben hat, die man hätte kommentieren können. Das Spiel nach wie vor zerfahren, das Spiel nach wie vor geprägt von
von Fehlpasses auf beiden Seiten. Auch da wieder schlecht gelöst. Aber schlussendlich der Schlussmann der Wiener, Diva Dominik. ...15 Minuten gespielt hier im zweiten Spielabschnitt. Grazer gewinnen das Bulli. Cory Grenz mit dem Schussversuch. Scheibe verspielt, die Wiener bringen die Scheibe irgendwie hinaus. Grazer müssen wieder von hinten aufbauen. Da wieder abgefangen von den Wienern. Grazer bekommen ein bisschen Druck und Stress. Alban Schuller klärt die Situation. Wiener bringen die Scheibe wieder tief hinter das Tor. Grazer müssen wieder aufbauen, das kostet natürlich Kraft. Grazer ihrerseits mit dem Versuch des langen Aufbaupasses, der wird wieder abgefangen. Die Scheibe wieder hinter dem Tor der Wiener. Fehlpass, wieder die Wiener. Fehlpass, wieder die Grazer. Drei Minuten noch genau zu spielen im zweiten Drittel. Spielstand unverändert 3-4 Sicht der Grazer. So, jetzt vielleicht. Guter Schussversuch. Die Wiener befreien sich mit einem unerlaubten Weitschuss. Bulli diesmal gewonnen von den Wienern, aber gut nachgearbeitet von Dreimann. Grazer werden wieder gezwungen, hinter dem Tor aufzubauen. Das kennen wir bereits. Wiener attackieren sehr früh, auch das kennen wir bereits. Und der Fehlpass, auch das kennen wir leider Gottes bereits. Schuss von Ninius aufs Tor. Schussversuch von Arzenbichler, gut geblockt von den Wienern. Wieder Zweikampfsituation an der Bande. Thank you.
Ja, die letzte Spielminute auch hier angebrochen in Liebenau. Niki Zierer mit dem guten Schuss, Nachschuss durch Scheriau. Wikström kann die Scheibe im Drittel halten. Da reklamieren die Grazer ein Haken oder Beinstellen, auf alle Fälle eine Strafe, aber nicht gegeben von den Referees. So, die Wiener ihrerseits mit der einen oder anderen halbgefährlichen Chance. Zeugswetter allerdings bringt die Scheibe unter Kontrolle und das heißt wieder ein paar Sekunden verschnaufen und dann in 20 Sekunden die Sirene für das Ende des zweiten Spielabschnittes. Sekunden vor dem Ende noch ein unerlaubter Weitschuss. Eigentlich unerklärlich, warum hier beide Mannschaften Probleme haben, die Scheibe immer wieder unter Kontrolle zu bringen. Jetzt vielleicht noch die Möglichkeit für Robert Strohmeier, ja, vielleicht aus Sicht des einen oder anderen Spielers hier eine im Moment erlösende Pausensirene. Das gibt beiden Mannschaften Zeit, ein bisschen Kräfte zu sammeln, sich auf das dritte Drittel hier vorzubereiten. Was soll man sagen zum Spielverlauf? Mit einem 1:2 aus Sicht der Grazer sind wir in dieses zweite Drittel gegangen. Mit einem 3:4 gehen wir heraus. Am Eintore-Vorsprung der Wiener hat sich nicht viel verändert. Auf beiden Seiten zwei Tore und das jeweils in Powerplay-Situationen. Allerdings zwei Shorthander für die Wiener, die zweimal einen Mann auf der blauen Linie hochstellen konnten, der dann in einem 1:0, in einer 1:0-Situation oder 1:0-Situation gegen Zeugswetter zweimal erfolgreich abschließen konnte. Die Grazer ihrerseits mit zwei Powerplay-Treffern gegen die Wiener. Ja, es gibt hier noch circa 13 Minuten Pause und dann geht es hier weiter mit dem Livestream ATSE gegen den WFV. Wie gesagt, wir werden sehen, was sich die Mannschaften einfallen lassen werden. Ja, kurze Planänderung. Es geht nicht erst weiter in 12 Minuten mit dem dritten Drittel, sondern es geht hier weiter mit einem kurzen Pauseinterview und einer kurzen Analyse bei mir vom WEV Stefan Brozowski. Stefan, warum schaffen es beide Mannschaften nicht, Ruhe in das Spiel zu bringen? Uns ist aufgefallen, wahnsinnig viele Fehlpasses, sehr viele Fehler im Aufbauspiel. Was ist der Grund dafür? Ja, das ist, weil wir ein bisschen zu hektisch spielen. Also wir spielen es eigentlich eh ganz gut runter. Aber teilweise, wenn man merkt, wir kriegen einen Druck, wird das alles so hektisch und dann kommt der Fehlpass in die Mitte, zum Beispiel in die Mitte oder wo selber der Gegner ist, statt einen Chip über die Bande. Simpel spielen. Uns ist aber auch aufgefallen, ihr habt euch scheinbar vorgenommen, die Taktik des Trainers, auch den ATSE eurerseits früh unter Druck zu setzen und ihr zwingt sie auch immer zu diesen Fehlpasses. War das die Devise vom Trainer? Früh attackieren, früh an den Mann gehen? Ja, eigentlich war die Devise, wenn sie die Scheibe unkontrolliert haben, draufgehen und der zweite absichern. Und wenn sie die Scheibe kontrolliert rausbringen, dass wir es abfangen. Noch eine Frage. Zweimal ein Shorthander, zweimal war das eine 1:0-Situation. Beide Male konntet ihr unbemerkt einen Spieler von euch an der blauen Linie postieren. Macht man sich sowas vorher aus und sagt, hey, pass auf, die rücken so weit auf, wir stellen einen Mann hoch und den spielen wir dann an? Oder
ist das Zufall? Nein, ich würde jetzt nicht sagen, dass es ausgemacht war, es auf jeden Fall nicht. Nur als zum Beispiel jetzt beim ersten Tor der Nador gesehen hat, der hat hinten die Scheibe sicher und die stehen soweit, also die schauen alle auf die Scheibe, ist er losgestartet und hat halt den Pass gekriegt und ist 1-0 gerannt. Was wird der WV jetzt im dritten Drittel probieren? Einen Eintore-Vorsprung kann man natürlich nicht verwalten. Wird die Devise weiter sein, den ATSE früh stören und im Aufbau weiter unter Druck zu setzen? Ja, die Devise wird sein, weiter Druck machen, weiter Schüsse zum Tor bringen. Die Scheiben müssen wir überhaupt mehr zum Tor bringen und schauen, dass wir den Vorsprung ausbauen und hinten halt dicht machen. Herzlichen Dank für diese kurze Pausenanalyse. Wir gehen jetzt wirklich in eine kurze Pause, die dauert noch 9 Minuten und dann gibt es hier das allentscheidende dritte Drittel hier aus Liebenau, der Halle B. Und zumindest mit hoffentlich so viel Toren wie im zweiten Drittel und hoffentlich auch mit ein bisschen einer feineren Eishockey-Klinge. Ich darf mich dabei verabschieden und in 10 Minuten geht es hier, nein, entschuldige, 9 Minuten geht es hier weiter mit Drittel Nummer 3. Ja, in circa 1,5 Minuten geht es hier weiter mit dem dritten Spielabschnitt und gleich mit einer riesen Korrektur und einem Entschuldigung meinerseits an alle Zuseherinnen und Zuseher. Manche wird sagen, jetzt hat es der Adamek auch überrissen. Ja, es ist so. Im Tor der Grazer heute natürlich nicht Florian Zeugs Wetter, sondern zum ersten Mal mit der Nummer 32. Der junge Tormann, wo haben wir ihn jetzt stehen? Alexander Kastner, da steht er auf der Liste, also Alexander Kastner heute auf der Goalie 1 Position und Florian Zeugswetter in einer für ihn eher ungewohnten Situation, nämlich als Backup-Goalie. Also wie gesagt, Entschuldigung meinerseits. Vor dem Spiel hat es noch geheißen, der Zeug gespielt. Darauf habe ich mich verlassen, nicht genau hingesehen. Ja, also auch nicht nur Fehlpässe bei den Spielern, sondern auch ein Fehlpass vom Kommentator, also jetzt berichtigt, Zeugswetter heute, der Backup-Goalie und mit der Nummer 33 Alexander Kastner im Kasten der Grazer. So, in Kürze geht es los mit dem dritten Spielabschnitt. So wie es der Stefan Brozowski schon gesagt hat, die Wiener eigentlich mit dem Gameplan auch aufgestellt, hier früh auf die Scheibe zu gehen und wie er auch bestätigt hat, das Spiel auf beiden Seiten zu hektisch. Auch da wieder ein Fehlpass. Bringt die Grazer mit ein. So, wenn es jetzt schnell geht, auch da wieder nicht optimal gelöst von Scheriau. So, Hanni Meixner, was hat er für eine Idee? Gute Idee hier auf Simon. Pass in die Mitte und da ist der frühe Ausgleich. Der frühe Ausgleich hier durch Marco Scheriau. Wir notieren gerade einmal 49 Sekunden gespielt und ganz wichtiges Lebenszeichen für den ATSE mit dem Ausgleich zum 4:4. Ja, da habe ich noch gesagt, wenn es jetzt schnell geht, könnte das eine gute Möglichkeit geben für die Grazer und die werden sich sicher vorgenommen haben, jetzt schnell ein Tor. Das Tor nach Zuschauer Nummer 87, Andreas Meister. Und der Nummer 11, Simon Reimann. Das Tor Nummer 62, Nino Just. Neuer Spielstand 4.
4:4. So, also durch Zuspiel der Nummer 87, Andi Meixner, und durch Simon Dreimann zum zweiten Mal hier eingetragen in die Scorerliste die Nummer 72, und das ist der Nino Jus. Neuer Spielstand 4:4. Ja, vielleicht bringt dieser Treffer nun endlich Ruhe ins Spiel der Grazer. Ja, beide Mannschaften kommen hier mit einer Portion mehr Schwung aus der Kabine. Das 4:4 natürlich aus der Sicht des neutralen Beobachters. Kann im Spiel noch gut tun, jetzt aber wieder ungenauer Pass. Resultiert in einem Icing. Drei Minuten, 7 Sekunden gespielt im letzten Spielabschnitt. Guter Schuss aus linker Position, aber natürlich auch gut vom Wiener Tormann nachzureichen, wären noch die Torschüsse aus dem zweiten Drittel. Da gab es 11 Schüsse auf das Tor der Wiener von Seiten der Grazer und 12 Torschüsse der Wiener auf das Gehäuse der Grazer. Also insgesamt 20 Torschüsse der Wiener und 17 Torschüsse der Grazer. Leichter Vorteil gewesen bis jetzt im Spielverlauf für die Wiener. So, jetzt wurde das auch vom Schiedsrichter korrigiert. Ich habe es also doch richtig gesehen, der Torschütze zum 4:4 natürlich nicht wie ursprünglich vom Schiedsrichter angesagt, Nino Jus mit der Nummer 72, sondern mit der Nummer 79, Marco Scherio. Er hat mich schon gewundert, da wäre doch glatte Nino Jus in der Pause ein dicker Bart gewachsen. Also, jetzt wieder, könnt schnell gehen, Niki Zierer. Spiel wird auch körperbetonter. Auch da wieder die Wiener mit dem Vorcheck, wie wir schon gehört haben vom Stefan in der Pause. Sie haben sich eigentlich vorgenommen, wenn die Grazer die Scheibe nicht unter Kontrolle haben, sofort draufgehen, attackieren, die Grazer unter Druck setzen. Dieses Konzept scheinen sie auch jetzt beizubehalten. So, Cory Krenz. Pass ungenau. Scheibe in der Rundung. Stromer kann sie behaupten. Wiener chippen den Puck geschickt hinaus. Jetzt ist es der Nino Jus, der hat natürlich keinen Bart, wie der Marco Scherriau.
Dreimann Ping, Dreimann bringt die Scheibe tief. Die Wiener allerdings schon wieder auch im Vorwärtsgang. Nador. So. Nigizira, was hat er für eine Idee? Bringt die Scheibe vors Tor, da war kein Abnehmer für den Rebound. Und wieder die Wiener in der Vorwärtsbewegung. Guter Schuss, aber ebenso gut pariert vom heute Einser-Goalie. Wie heißt er? Alexander Kastner. Genau, so ist es. Grazer gewinnen das Pulli. Sanin mit Scheibenbesitz spielt hinter das Tor. Cody Wikström. Und es läuft wieder über Nikizira, bekommt jetzt viel Eiszeit. Wiener kommen gut über die Mitte hinein, Schuss aber zu ungefährlich. Gut mitgespielt auch hier vom Tormann der Wiener. Jetzt wieder eine Situation für die Wiener über die rechte Seite und anstelle des Passes in die Mitte entscheidet sich Wiener Spieler für den Schuss aus rechter Position, Endstation Kastner. Beide Mannschaften bringen frische Kräfte. Pulli gewinnt in der Situation für die Grazer. Meixner probiert sich alleine durchzudanken. Wiener wieder gut verteidigt, bringen die Scheibe weg. Jus nimmt Eisfahrt zurück. Hinter das Tor, Aufbau. Wieder über Ruppi Strohmeier auf Scheriau. Wieder zwei Mann Vorcheck. Grazer bringen wieder die Scheibe tief. Ungenaue Annahme und wieder der Gegenzug. So, Cory Grenz setzt sich durch und erstmals die Führung für die Grazer in diesem Spiel. Torschütze mit der Nummer 91, Cory Grenz. 8 Minuten 28 gespielt im Schlussabschnitt und erstmals die Führung für die Grazer. Er hat sich Cory Grenz mit seiner Schnelligkeit gegen den Verteidiger der Wiener durchgesetzt, den Tormann gut ausgespielt und erstmals die Führung hergestellt. Die Führung hergestellt zum ersten Mal für die Grazer. Hier die Grazer machen mir den Eindruck, dass sie wesentlich konzentrierter aus der Kabine gekommen sind, als die Wiener spielen jetzt konsequenter, spielen
ein wenig körperbetonter, auch mit mehr Tempo, auch da wieder Corey Grenz. Probiert seinen gefährlichen Schuss, immer unangenehm für den Tormann. So. Wie schaut die Antwort der Wiener aus, ist jetzt die Frage. Sind ja zum ersten Mal ein Tor im Rückstand, haben schon zwischenzeitlich mit 3:1 geführt. Guter Pass auf Jonas Mayer auf die rechte Seite, gut verteidigt von den Wienern. Ja, man muss schon sagen, das Spiel natürlich jetzt wesentlich interessanter als in den ersten beiden Dritteln. Das Ganze ist körperbetonter geworden, das Spiel. Das Spiel ist schneller geworden. Ja, nach Rücksprache der beiden Heads wurde hier auf No-Goal entschieden, nachdem die Wiener schon den vermeintlichen Ausgleich im Tor der Grazer gesehen haben, aber nachdem es wenig Proteste der Wiener gegen diese Entscheidung gibt, wird diese Entscheidung wohl richtig gewesen sein. Jetzt gefährliche Chance, der Rebound-Versuch. Jetzt kann sich Kastner zweimal auszeichnen. Hier Strafe angezeigt gegen die Grazer. Stockschlag für die Nummer 15, Niki Zierer. Bringt die Grazer 9 Minuten 30 vor Ende des dritten Drittels in Unterzahl. Corey Grenz hat leichtfertig die Scheibe verloren, bringt damit die Wiener in das Angriffsdrittel hinein. Die Grazer spielen eine weite Box, zumindest in diesem Powerplay. Noch können die Wiener kein Kapital draus schlagen. Die Grazer können sich befreien, bringen frische Kräfte. Schönauer an der Scheibe bei den Wienern. Pass auf die rechte Seite. Scheibe wird tief gespielt über die Rundung. Pozowski kann die Scheibe fixieren. Schuss, guter Block der Grazer. Dann hätten die Grazer dieses Powerplay überstanden. 30 Sekunden, in denen aber noch viel passieren kann. Glanzparade hier vom jungen Alexander Kastner, der sich ganz lang machen muss, um diese Scheibe noch aus der langen Ecke rauszufischen. So, und die Grazer sind wieder komplett, hat es eher so wieder in voller Spielstärke. Ja, da waren schon ein, zwei gefährlichere Schüsse dabei, der Wiener, aber die Grazer wieder mit Niki Zierer, frisch ausgerastet von der Strafbank, findet keinen Anspielpartner.
Meixner probiert es. Tankt sich gut durch. Schöner No-Look-Pass auf die Seite. Guter Check von Meixner hier an der Bande. Grazer Bahn wieder, wie wir das heute schon so oft gesehen haben, hinter dem Tor auf Rupert Strohmeier, zieht die Fäden, geht diesmal allein. Findet keine Anspielstation, muss die Teilscheibe tief über die Rundung spielen. Jetzt Alban Schuller über die Mitte, tankt sich gut nach vorne in die Ecke hinein. Ungenauer Pass, leider Gottes, aber die Grazer können die Scheibe behaupten. Das wäre es gewesen für Cory Grenz. So, wir haben noch 5 Minuten 30 zu spielen im letzten Spielabschnitt. ATC im Moment mit mehr Spielanteilen. Die Wiener können sich jetzt nicht befreien. Grazer können aber das nicht in Zählbares ummünzen. Gut aufgepasst von Wikström. Aber Wiener kommen zum Schuss. Endstation Kastner. Die Wiener drängen auf den Anschlusstreffer, können sich immer wieder in gute Schusspositionen bringen, aber finden hier nicht die entscheidende Lücke, um die Scheibe im Tor unterzubringen. So, jetzt wieder Angriff über Scheriau in die Mitte. Meixner probiert es mit dem Zaubermove. So, jetzt vielleicht Nino Jus mit dem Pass, aber der findet keinen Abnehmer. Schlussendlich unerlaubter Weitschuss. Für 28 zeigt die Uhr hier in Liebenau. Und das sind die verbleibenden Minuten und Sekunden, die Wien noch hat, um hier zumindest einmal den Ausgleich zu schießen. Scheibe tief gespielt, der Tormann, der Wiener löst die Situation gut. Die probieren hier schnell das Mitteldrittel zu überwinden. Scheibe landet wieder hinter dem Tor. Die Wiener wieder über die, diesmal über die Mitte, jetzt über die linke Seite. So, jetzt zieht Ruppi Strohmeier die Strafe. Da gibt es wohl 2 Minuten. Wegen Haken oder Beinstellen. Schauen wir mal, was hat der Schiedsrichter gesehen. Beinstellen, genau so ist es. Bitter natürlich für die Wiener, die hier so kurz
vor dem Ende für 2 Minuten einen Spieler vorgeben müssen. Strafe gibt es gegen die Nummer 88, Marco Ilic. Grund schon vorher ausgesprochen, Beinstellen. Ja, das wären spannende letzte 3 Minuten 21 hier in Graz. Zuerst müssen wir mal die Wiener probieren, unbeschadet über dieses Unterzahlspiel zu kommen. Doch was heißt unbeschadet? Sie haben ja heute schon genau in zwei Untersaal-Situationen zweimal einen Shorthander erzielen können. So, die Grazer jetzt konzentrierter, Niki Zierer hinein, Ruppi Strohmeier auf Zierer in der Mitte. So, Strohmeier, Wikström, Krenz, dem reißt dieser Schussversuch ab. Die Wiener wieder im Vorwärtsgang über Nador. Der probiert sich durchzukämpfen, gut pariert von Kastner. So, jetzt vielleicht Corey Krenz auf Dreimann, der bringt die Scheibe wieder tief. Tormann spielt mit, spielt die Scheibe seinerseits raus. Dreimann kann die Scheibe behaupten. Guter Schussversuch hier von der Nummer 79 von Scheriau. So, abgefangen die Scheibe. 10 Sekunden haben die Wiener noch in Unterzahl, dann werden sie wohl relativ bald auch den Tormann hier ziehen. Zunächst vielleicht noch in der Spielunterbrechung das Timeout nehmen. So, jetzt sind mal die Wiener wieder komplett. Es bleiben nur noch genau 1 Minute und 30 Sekunden hier für den Ausgleich. Super Chance, super rausgespielt von Simon Dreimann. So, jetzt heißt es 2 auf 1 für die Wiener, aber abgepfiffen wegen einem Abseits. Damit sind die Wiener gar nicht einverstanden. Von hier aus auch schwer zu sehen gewesen, ob der Spieler tatsächlich im Abseits war. Der Linesman stand genau daneben, hat es wohl auch besser gesehen als wir. So, jetzt gibt es, wie angekündigt, das Timeout für die Wiener. Denen verbleiben, wie gesagt, noch 1 Minute 5 Sekunden im Moment für den zumindest Anschlusstreffer. Werden wohl auch bei Scheibengewinn sofort die Option ziehen und den Tormann vom Feld nehmen, um dann mit 6 gegen 5 Feldspielern hier vielleicht den Ausgleich noch zu erzwingen. So, das war das Ende des Timeouts. Na, sie warten gar nicht, ob sie das Bulli gewinnen oder nicht. Sie ziehen den Tormann gleich, empty net, also bei den Wienern. So gesehen vom Head Coach der Wiener All-In, heißt so viel wie gar nicht warten, ob das Bulli gewonnen wird oder nicht, sondern gleich absichern, gewinnen das Bulli. So, was haben sie noch für Ideen? Bringen die Scheibe tief. So, die Wiener können die Scheibe behaupten, Pass in den Slot. So, Befreiungsschlag durch die Grazer, was passiert? Nicht viel, 30 Sekunden haben wir noch auf der Spieluhr. Wiener mit dem Pass in die Mitte.
Gibt es noch den Lucky Punch für Wien? Fragezeichen. Nein, Robert Strohmeier mit all seiner Routine. Nein, bringt den Puck nicht hinaus. 10 Sekunden noch. Hier die Möglichkeit. Man spielt noch auf den Abfälscher. Da geht auch ein Schläger zu Bruch. Die Grazer jetzt mit 5 Feldspielern und 4 Schlägern. Aber das ist das Ende der Partie. 5-4 aus Sicht der Grazer. Also die Grazer können hier eine Partie im letzten Drittel noch für sich entscheiden. Die Wiener mittlerweile zwischenzeitlich schon 3-1 und 4-2 geführt. Dann haben sich die Grazer aber vom 4-2 für die Wiener herangespielt ans 5-4. Wir können diese Partie gewinnen. Resümee der Partie, ja, ein bisschen Krampf war dabei, auch der Kampf war dabei, vor allem im letzten Drittel auf Seiten der Grazer. Die machen hier wichtige Punkte im Kampf um den zweiten Platz in dieser ÖHL, in dieser österreichischen Hockey-Liga. Und ja, jetzt wird es interessant sein, wie die Gmunden Sharks ihrerseits spielen. Ob sie mit den Grazern dann wieder im Spiel gleichziehen können. Jetzt einmal bedanke ich mich hier bei allen Zuseherinnen und Zusehern, die hier den Livestream verfolgt haben von GPH Media. Wir werden natürlich wieder probieren, hier die Stimmen nach dem Spiel einzufangen und natürlich von beiden Mannschaften wieder je einen Spieler vor das Mikrofon zu holen, um auch die Stimmen der Spieler hier direkt einfangen zu können. Ja, ich bedanke mich einstweilen bei allen, wünsche allen ein erholsames, schönes Wochenende und darf mich einstweilen hier verabschieden aus der Eishalle in Liebenau. Und wie gesagt, es gibt wie gewohnt dann immer unsere Nachberichterstattung mit hoffentlich Interviews von beiden Mannschaften. Greg Adamek im Namen von GPH Media sagt herzlichen Dank und gute Nacht. Wir haben natürlich wieder probiert, jeweils einen Spieler der beiden Mannschaften hier vor das Mikrofon zu holen. Leider Gottes ist es uns nicht gelungen, hier noch Stimmen nach dem Spiel einzufangen. Ich habe noch kurz mit dem Klaus Thorin gesprochen, der hat gesagt, ja puh, mir fehlen die Worte. Das Spiel war sicherlich kein Eishockey-Leckerbissen. Torreich war es auf alle Fälle, 9 Tore sind insgesamt gefallen. Aber man muss sagen, beide Mannschaften heute sehr unkonzentriert auf dem Eis. Beide Mannschaften mit viel Fehlpässen. Die Wiener haben es zeitweise gut geschafft, den Spielaufbau der Grazer zu stören, haben es aber dann verabsäumt, in brenzligen Situationen nachzusetzen und die Partie vielleicht frühzeitig zu entscheiden. Die Grazer ihrerseits, das muss man ihnen natürlich zugute halten, haben im dritten Drittel sich in die Partie hineingekämpft und haben dann mit viel Kampf, wohl aber auch mit ein bisschen Krampf, trotzdem zum Sieg hier gefunden und auf die Siegerstraße zurückgefunden. Ja, ich hoffe, dass wir uns bald wieder hier sehen und hören können aus der Halle in Liebenau, der neuen Heimstätte des ATSE. Mir verbleibt nur noch allen hier ein schönes Wochenende zu wünschen und ich verabschiede mich, Gregor Adamek, im Namen von GPH Media und bedanke mich für alle treuen Zuseherinnen und Zuseher und wie gesagt, bis zum nächsten Mal aus Graz.